die den Forschern vorliegen. Die meinen ja, falls sich die Erde über 2 Grad erwärmt, dann werden die Folgen unabsehbar. Bedeutet, dann kann der Klimaforscher diese Folgen nicht mehr abschätzen. Aber schon 2 Grad bedeuten London weg, Shopping in New York nur noch mit Taucheranzug, Massenmigration überall und vermutlich ja, Weltkrieg. Aber all das ist keine nützliche Warnung, sondern eine moralische Erpressung, die uns ganz und gar die Lebensfreude verdirbt. Die Erde wird wärmer, ja und? Ich frage Sie jetzt mal ganz im Geiste des Berliner Kreises. Was hat die Erde denn je für uns getan? Ja gut, alles. Aber ich meine darüber hinaus, nix. Außerdem ist sowieso alles zu spät. Das Ziel, die Erderwärmung auf 2 Grad zu begrenzen, sei ohnehin nicht mehr zu erreichen. Zudem seien die Chancen durch den Klimawandel vermutlich sogar höher zu bewerten als mögliche negative Folgen. Das ist übrigens eine nicht unvernünftige Haltung. Wenn man sowieso nichts mehr ändern kann, dann findet man halt das, was ohnehin kommt, gut. Dann fühlt man sich selber nicht so schlecht. Es ist letztlich alles eine Frage der Haltung und der Musik. Der Sommer ist da. Und das nicht nur im Sommer, sondern bald das ganze Jahr. Der Klimawandel macht's möglich. Skipisten wie Sand am Meer. Die Energiewende? Geschenkt! Ist das ewige Eis erst aufgetaut, bohrt sich's viel leichter nach Öl und Gas. Und dann kommt der Klimawandel erst richtig in Schwung. Im Stau stehen, um ans Meer zu kommen? Geschenkt! Das Wasser kommt einfach zu Ihnen. Viel Spaß! Yippie! Aber mal ehrlich, es wird wohl für uns hier wohl tatsächlich nicht nur schlecht. Der Weinanbau wird vielleicht sogar im Allgäu möglich sein. Während man noch auf das Ergebnis der weltweiten Langzeitstudie zu den Spätfolgen von Handystrahlung wartet, ist eine andere Langzeitstudie schon deutlich weiter. Nach über einem Jahrhundert extremer Verschmutzung sind die Weltmeere bald fertig mit der Welt. Zu viele Giftstoffe, zu große Netze, die zu viele Fische fangen. Und dann ist da ja auch noch der Plastikmüll. Wenn das so weitergeht, haben Forscher ausgerechnet, schwimmt in 30 Jahren mehr Plastik in den Ozeanen als Fische. Warum ist uns das diese Woche nicht ebenso wurscht wie letzte Woche? Weil sich diese Woche die Vereinten Nationen in New York vereint haben, um über das Problem zu diskutieren. Es ist nicht zu entschuldigen, dass wir jeden Tag, jede Minute eine ganze Wagenladung Plastikmüll in die Ozeane kippen. Genau. Und so etwas will man einfach nicht sehen. Das wollte man auch in New York nicht. Das Rahmenprogramm durften deswegen Fidschi-Insulaner gestalten. Ist netter. Normalerweise sehen diese anrührende Ethno-Gaudi wohl nur sanfte Rucksacktouristen mit Goldcard ohne Limit, aber jetzt dürfen alle mitempfinden. Doch sagen uns diese schönen Bilder nicht auch, arme Fidschi-Insulaner, aber zum Glück bin ich keiner. Nein, das ist zynisch. Und wir sind natürlich bestürzt über die Lage der Weltmeere. Und deswegen bin ich jetzt per Live-Schalte mit einem Prominenten verbunden, der sich authentisch an einem Meer befindet. Hallo Deutschland. Es ist gut, dass dieses tabuisierte Thema endlich auch in den Medien angegangen wird. Ich bin so schockiert, wie wir mit den schönen Gaben, die unser Planet uns bietet, umgehen. Christoph? Ja? Ich dachte, wir bekommen einen Prominenten. Ja, die richtigen Prominenten sind schon alle da strandbar beim Relaxen. Die haben ihre menschliche Zerrüttung über die Schlechtigkeit der Welt schon geäußert. Das ist schön. Wer ist denn alles so da? Alle. Also eigentlich alle, die mal auf dem Traumschiff waren. Das, glaube ich, hat auch da drüben irgendwo angelegt. Und dann auch internationale Stars. Der David Hasseldings ist da. Der immer in diesen Kriegsfilmen stirbt. Und später kommt angeblich noch. Wer? Madonna! Die lebt noch. Das wird bestimmt sehr, sehr aufrüttelnd, wenn auch sie sich zur Lage der Weltmeere äußert. Bestimmt. Wo bist du? Im Strand. Ja, klar. Aber ich meine, wie bist du eigentlich dorthin gekommen? Ja, mit dem Flieger. Ja, aber ist es nicht komisch, wenn du der erste Klasse in ein 4-Sterne-Resort fliegst? Und dann 5 Sterne. Das nimmt die Hotelleitung sehr genau. Also 5-Sterne-Resort, um dann gegen Umweltverschmutzung zu protestieren. Naja, die Organisation Rettet den toten Thunfisch hat mich eben eingeladen. Rettet den roten Thunfisch. Was? Ach so, rot, tot, ist ja egal. Wollen jetzt kleine Gruß aus der Küche, Mr. Soos, bitte sehr? Nicht jetzt. Was gibt's denn? Thunfisch-Krabben-Cocktail an Schwertfischaugen.
Lecker. Die jagen den Thunfisch hier total ökologisch, das hat man mir versichert. Kein Schleppnetz, sondern die Eingeborenen springen ins Wasser und überzeugen ihn mit Gebeten, sich als Speise darzubieten oder so. Das ist hier Tradition. Aha, also für mich sieht es ein bisschen so aus, als ob du da... Was doch wirklich wichtig ist, ist doch, dass wir mehr über die Oberfläche des Mondes wissen, als über die Tiefsee. Hast du das gewusst? Ja? Das sagt doch alles. Finde ich nicht. Das sagt gar nichts. Das zeigt doch unsere menschliche Ignoranz gegenüber den Lebensräumen der anderen Lebewesen. Und wenn wir überall mit unserer Technik uns einmischen, dann... Ja, was dann? Ich hätte den Daiquiri nicht trinken sollen. Okay, was anderes. Der Strand, auf dem du da stehst, sieht eigentlich recht paradiesisch aus. Ja, klar, aber nur weil die kleinen braunen Fundamentalisten, die hier als Sklaven arbeiten, ihn rund um die Uhr sauber machen. Da darf man sich nicht täuschen lassen. Es ist ernst. Sehr ernst. Und du bist das Problem. Und ich bin das Problem. Danke, Christoph. Bitte virtuelle Repräsentation, die für mich arbeiten muss, damit ich im Fünf-Sterne-Ressort den Gutmensch raushängen lassen kann. Was hängt raus? Was? Nee, passt alles. Oh Mann, da kommt... Falls der Klimawandel in diesem Jahrhundert dazu führt, dass alle Landmassen überschwemmt werden, wie bei der Sintflut, dann werden sich die Kreuzfahrtschiffe übrigens noch mit am längsten über Wasser halten.